Servus, im Video 231 vor ein paar Wochen habe ich in Aschaffenburg Güterbahnhof aus einem ganz beschissenen Winkel raus einen Hitachi HST Highspeed Train für die englische Great Western Railway gesehen. Jetzt habe ich den in Aschaffenburg nochmal besser gesehen und den möchte ich euch in diesem Video nochmal zeigen. Viel Spaß beim Anschauen. Die Züge der Serie 802 sind bimodal, das heißt, sie können mit einem Dieselantrieb und mit Strom aus der Oberleitung betrieben werden. Es werden insgesamt zwei Triebzugarten gekauft, 22 aus 5 Fahrzeugen bestehende und 14 aus 9 Fahrzeugen bestehende Züge. Die Züge sind Teil der AT300-Plattform. Die auf der Serie 800 basierenden Triebzüge unterscheiden sich von der Serie 800 durch größere Dieseltanks, einen größeren AdBlue-Tank und größere Bremswiderstände. Die ersten drei Züge der Serie wurden im Hitachi-Stammwerk in Japan gebaut. Die restlichen Züge der Serie werden in einem Hitachi-Werk in Italien gebaut. Im Dieselmodus werden die Triebzüge von V12-Motoren von MTU angetrieben mit 940 PS pro Motor und die sind ausgelegt für den Betrieb unter 25 kV 50 Hz Oberleitung. Bei der Höchstgeschwindigkeit der Züge gibt es die Angabe 125 Meilen pro Stunde, also 201 km/h und 140 Meilen pro Stunde, 225 km/h. Da kann ich euch leider keine abschließende Auskunft dafür geben. Durch das kleinere englische Lichtraumprofil wirken die Wagen etwas hochbeinig und nackig untenrum. Und ähnlich dem deutschen ICE4 gibt es Drehgestelle mit Innenlagerung der Achsen. Das sind die, an denen außen an den Rädern die Bremsscheiben so gut zu sehen sind. Und es gibt Drehgestelle mit einer normalen Außenlagerung der Achsen. Gezogen wurde diese Überführungsfahrt von der 139 558 von Rail Adventure. Warum neben den Übergangskuppelwagen noch andere Güterwagen im Zug drinnen waren, kann ich nur vermuten. Meine Vermutung ist die, dass der Triebzug mit ausgeschalteten Bremsen geschleppt wird und die anderen Wagen im Zug erforderlich sind, dass er ausreichend Bremsprozente zusammenkriegt. Das war's für dieses Mal. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex E. Servus.